Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, hier bei uns im Konstantin-Pub im Hotel Skada. Herzlich willkommen nach anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder auf der Bühne, die erste Show. Nach anderthalb Jahren Künstler helfen Kindern, heute die 107. Show für krebskranke Kinder. Ja, ich habe mir ein bisschen Lampenfieber, habe ich ja noch. Ich habe heute Nachmittag schon geübt. Vom Spiegel habt ihr auch, ich kann überhaupt noch moderieren, ne? Wenn man anderthalb Jahre nicht mehr auf der Bühne war und nicht mehr sein Volk gesehen hat, was man ständig gesehen hat, bei allen Straßenfesten, liebe Gäste, bei allen Stadtteilfesten, die auch zwei Jahre nicht gelaufen sind in diesem Jahr. Im nächsten Jahr sind sie geplant und im nächsten Jahr werden sie auch wieder stattfinden, hoffen wir. Und wir haben dieses Jahr noch eine Kölsche Weihnacht am 10.12. auch hier in diesem Lokal. Und dann war es das in diesem Jahr. Wir haben nicht ganz so viel eingespielt, obwohl wir keine Veranstaltung gehabt haben. Liebe Freunde, in diesem Jahr haben wir mit künstlerischen Kindern dieses Jahr über 9.000 Euro eingenommen, ne? An Spenden. Und das ist auch wirklich viel, viel Zeug und vielen Dank. Und ich sage es gleich auch nochmal, aber wir haben jetzt insgesamt mit in 22 Jahren, seit Künstlerhelfen Kindern besteht, haben wir 578.000 Euro eingenommen für den Förderverein krebskranker Kinder. Und da haben Sie alle einen großen Teil mit dazu getragen, wenn Sie zu unseren Veranstaltungen gekommen sind. Und Sie alle haben, liebe Freunde, auch heute wieder bei der 107. ein tolles Programm, viel Spaß, viel Stimmung, tolle Künstler. Und ich darf mich zunächst auch mal bei meinem André Gerner, unserem Techniker, bedanken, der sich ganz in die Ecke vergraben hat, der uns schon seit vielen, vielen Jahren unterstützt und natürlich bei unserem Regisseur, der das Programm zusammengestellt hat, bei meinem Mann Peter Lindner. So, ja. Sein Fanclub ist auch da, ich habe es schon gehört. Ja, und viele Gäste, Ehrengäste und alle die, die heute zum ersten Mal da sind, werden jetzt in einer dreistündigen Show etwas erleben, was sie also sonst nicht so immer gesehen haben. Einmal Künstler helfen Kindern live hier auf der Bühne. Ich darf mich ganz herzlich bei Kate und Dirk, unseren Gastgebern hier im Konstantin-Pub, bedanken, dass sie uns eingeladen haben, hier die 107. Show durchzuführen. Vielen Dank. Und für die haben wir ja auch eine Überraschung. Aber jetzt zunächst einmal, Freunde, darf ich Ihnen eine Künstlerin vorstellen, die zum ersten Mal bei Künstlerhelfen Kindern auftreten wird. Und in ihren Blogs, die steht hier schon einer, das hat so ein Bewandtnis, ist sie nicht nur zu Hause, sondern sie ist auch im Thema Mode als Model sehr bekannt in zahlreichen Marken. Und ihr Markenzeichen neben ihrer hellen, klaren Stimme sind die unverwechselbaren Clocks, Freunde. Vor drei Jahren hat sie die musikalische Hochschule aufgesucht und begonnen. Und für mich ist es eine Ehre, dass sie heute zum allerersten Mal hier bei Künstler helfen Kinder ist. Eine junge, sympathische Sängerin, die weit herkommt, nicht hier aus dem Kölner Raum, sondern von viel, viel weiter, da sprechen wir gleich schon mal drüber. Und sie hat eine echte Reise gemacht und sie kommt jetzt zu uns. Hier ist für Sie und für euch Sabrina Stern. Dankeschön, Teamwork hier. Auf geht's! Gentleman-like. Manchmal bin ich alt, manchmal bin ich jung.
Ja, was ist denn hier los in Köln-Deutz? Wir haben ja quasi Jubiläum, 10-jähriges. Weil es ist genau 10 Jahre her, dass ich hier das letzte Mal in Köln-Deutz gewesen bin. Damals hatten wir eine Open-Air-Bühne von dem Uwe Hübner. Kennt ihr, ne? Vielleicht habt ihr mich damals schon gesehen. Du, ja? Du erinnerst dich? Guck, und das ist jetzt 10 Jahre her. Und wir kennen uns doch von Facebook, ne? Kann das sein? Aber du hast mir geschrieben, dass du kommst heute. Ja, sicher, sicher. Siehst du, ich habe dich sofort wiedererkannt. Schön, dass wir uns endlich mal außerhalb von Facebook treffen. Weißt du was? Weißt du was, Dieter? Du bist eigentlich besorgen ganz süßer, ne? Er sagt, er sieht eher scheiße aus. Also das sehe ich aber anders. Hast du schon mal die Liebe auf den ersten Blick erlebt? Nö. Dann wird's Zeit. Mein damaliger Beitrag zum Jugendlichen Song Contest 2012. Einige von euch wissen es vielleicht. Hier ist für euch Liebe auf den ersten Blick. Für dich, Dieter. Seele sanft berührt. Das Gefühl erfasst mich ganz und gar. Und nichts ist, wie es vorher war. Yeah.
oder? Dann lassen wir zusammen die Kloschen fliegen. Ja, mach mal! Dieter sagt ja, mach mal! Bis ans Ende dieser Welt gehe ich für euch. Liebe Freunde, ich freue mich noch, einige neue Gäste hinzu begrüßen zu dürfen und freue mich insbesondere auch unseren lieben Herrn Wildenburg, Präsident und alles, was du bist, von vielen Karnevalsvereinen, nein, aus der Aufstadt, Eddie Wildenburg, herzlich willkommen bei uns, ja? Schön, dass du da bist. Schön, dass du da warst. Du warst auch beim 96. Geburtstag von Ludwig Seebusch, habe ich gelesen, ne? Ja, das ist er. 96 Jahre würde ich am liebsten präsentieren. Aber ich präsentiere jetzt einen jungen Mann, den Sie alle kennen, vor allen Dingen, der seit 2012 auf der Bühne steht, als Spitzbo, Freunde. Ja, Solosänger auf der Bühne in der Domstadt, nach vielen Jahren auf Frontmann in vielen Bands und erfolgreicher Pate bei uns 2016 mit über 70.000 Euro in einem Jahr in seiner Patenschaft. Hier ist er, der Spitzbub Willy Möldus. Vielen Dank für die Schlägerei, fängt ja schon gut an. Ach du Heilige. Was war das? Zwei Dicke auf einer Bühne geht nicht gut, oder?
Ist hier das Jod? Ja. Könnt ihr mich hinten sehen? Ja. Ich habe ja hinten gesagt, nicht vorne. Also hinten, hinten, hinten. Kannst du das ja mal ausstellen? Zieh mal deinen Stecker raus, das ist ja unglaublich. Ihr Lieben, Corona war eine Scheißzeit, oder? Ja, aber super toll. Und für uns Musiker sowieso, erstens war aber kein Geld verdient, und zweitens saß die ganze Zeit zu Hause, da bleibt ja nichts anderes übrig, um dich mal darum zu kümmern, was machst du jetzt im nächsten Jahr oder nicht so laut? In der Fastelovend-Session. Und einige schöne Titel sind trotzdem in dieser Zeit entstanden. Und ich würde mit einer ganz ruhigen Nummer anfangen von den Kollegen von uns oder von lieben Freunden von mir. Die haben ein Lied geschrieben, das bringt das genau auf den Punkt. Und dieses Lied heißt Ob E-Moll. Das könnte jetzt kommen. Die Geschichte haben wir oft gehört, die alte Lückhanse verzählt. Es war nicht wichtig, denn uns hat ja nie gefällt. Bist du weniger jung? Immer aufwärts, mit Vollgas, mit blieben die Stunden. Doch wie schnell sich alles ändern kann in der scheinbar heilen Welt. Die Frau wurde schon lange nicht mehr gestellt. Auf einmal ist alles anders. Auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, tun, was er will. Die Zeit hält alle Wunden und der Ebene ist so ein Schluss. Doch so lang blieben wir zu Hus. Schon bald sind wir wieder mobil. Und auf der Straße, da sind wir dann wieder zu viel. Rücke zurück, der Arbeitsstress, die Hektik, zick, die uns dann fährt. Für das, was im Leben wirklich zählt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist so ein Schluss. Doch so lang, da blieben wir zu Hus. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist so ein Schluss. Doch so lang, da blieben wir zu Hus. Doch so lang. Blieben mir zu los. Vielen Dank! So, ob man so ein paar ruhige Lieder machen kann. Bei der nächsten Nummer, das ist ein Titel. Ihr wisst, auf der letzten CD habe ich schon zwei Nummern mit dem Micky Brühl zusammen gemacht. Und der Micky hatte eine Idee, nachdem er für den, wie heißt der gute Mann, für den Gigi Anderson einen Text geschrieben hat. Und dabei singen sie über die Gigi. Ja, ja, genau. Und dann haben die einen alten Titel ausgegraben. Und dann hatte der Micky eine Idee für einen kölschen Text. Und
da haben wir dann aus einem wunderschönen Schlager eine schöne Kölsche Nummer gemacht. Das müsste die Nummer 79 sein, genau. Und bei mir ist das Ding ganz einfach, komm und Jon mit mir durch unser Fädel. Und ich singe immer noch Jon und nicht Young, Herz weit besser Sänger. Wenn einer fragt, was mäht die Kölbus, sag ich, es ist uns Lebensart, die wir erleben muss. Von Zellkühl, ich darf und stundenlang Jung einfach mit, um das zu fühlen, brauchst du ja nicht lang. Komm und Jung mit mir durch unsere Fehde. Du und Kölsche hätt's noch immer schlecht, denn wir sind zu Hus in unsere Fehde. Da wo noch jeder jeden Jod versteht. Mit durch unser Frieden, du dich doch mit mir ein bisschen, dann bist du Sinn, der Thebe und sind Frieden, die schöne Trübe herrlich sind. Ich läuf, du fühlst, was wirklich Köln ist, nicht nur der Ton darin, der Kölsch auch. Einzig ist, sie ist hier für und hätt auch hätt so sie. Manch einer blieb für immer, weil es ihm so gut gefiel. Komm und Jon mit mir durch unser Fehden. Oh, und Kölsche hätt's noch immer schlecht, denn wir sind so russisch und so viel. Da wo noch jeder jeden Jod versteht, komm ein bisschen mit durch unser Frieden. Du dich doch mit mir ein bisschen, dann wirst du sehen, dass wir bei uns im Frieden die Menschen und die Löwe herrlich sind. Mit mir durch unser Fehden. Oh, und Kölsche hätt's noch immer schlecht, denn wir sind so Russ in unser Fehden. Da wo noch jeder jeden Jod versteht, komm ein bisschen mit durch unser Fehden. Schönen Dank. Für das nächste Lied brauche ich, glaube ich, nur so ein paar Stichworte in den Saal zu werfen. Ja. Märzenich. Märzenich. Fenloher Straße. Ihrefeld. Ruse. Ja, nee, aber was braucht man Tulpen aus Amsterdam, ne, wenn man Rosen in Köln hat, ne? Hakt euch ein, singt mit mir zusammen, die Prinzessin von Ehrenfels. Ich dachte schon, ich blieb ewig allein, keine Frau will mich je an. Ich hab mich mal ans Rad gewinnt, weil man doch nix dran ändern kann. Doch eines, da sind der Fenloher Straße, da fang ich Mehl. Zwischen Brötchen und Baguette stunden bei Metz.
Füße nicht hing an dem Tee. Wach, oh, ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln an. Ein Mädchen, das mir gefällt, die Prinzessin von ihr gefällt. Wach, oh, ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln an. Ich geb da nicht dich, das doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mir dran gläubt, dann fängt man Seele. Ja, du weißt das ja, ne? Also. Jede Morgen, ja nicht brav zu ihr, bringt ne Kaffee und nur so an. Wie schön sie all die Dale-Shop sortiert, so zart und filigran. Ich dachte, du musst dich trauen, und sprach es einfach an. Zig Dämsen mir zwei lüpplich, und an die Liebe, da bleib ich jetzt dran. Wach, oh, ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln an. Ein Mädchen, das mir gefällt, die Prinzessin von ihr gefällt. Wach, oh, ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln an. Ich geb da nicht Gift, das doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran läuft, dann fängt man Seele. Aber jetzt kündet mal doch. Auch wenn sie jeden Tag nie als eine Mama anpackt, das ist nicht schlimm. Das sind nämlich Speckmänner, Amerikaner oder Berliner. Ich bin für sie der einzige Mann, der sie nicht gebacken hat. Und so eine richtige Kerl, so weißt du, wie ich mit Corona baue, ne? Ist doch viel schöner. Wir singen auf Holländisch. La, 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 nach mir gefällt, die Prinzessin von mir gefällt. Wach, oh, ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln an. Ich geb da nicht Gift, das ist doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran bleibt, dann fängt man Seele. Was ist das denn jetzt hier? Ich geb da nicht Gift, es ist doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran läuft, dann bringt man Ziel. So, wir schunkeln langsam aus, damit keiner schlecht wird, ne? Die Prinzessin von Ehrenfels. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin noch nicht dran. Der Larry hat gesagt, du machst drei Nummern, dann komme ich auf die Bühne. Hätte gesagt. Und sage, vielen Dank, lieber Spitzbub. Vielen Dank. Nein. Also ich denke, ohne Zugabe lassen wir ihn sowieso nicht mehr. Und er hat auch noch ein Lied. Der hat auch noch ein Lied oder eventuell ein Lied. Eins, aber nur eins noch. Eins, also mehr habe ich nicht mehr. Dann macht das. Wollt ihr die hören? Ja! Hallo. Da waren zwei Mann. Wollen wir ihn hören? Ja! Peter, bitteschön, Gavini. Da sag ich ja nichts. Du gehst auf den Knopf, den kennt ihr alle. Bitteschön, lieber. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Yeah.
Grüße raus. Sie war so schön, das hab ich vorher noch nie gesehen. Trat an die Theke vis-à-vis, ich hatte plötzlich weiche Knie. Sie war ein Traum und war so schön anzuschauen. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht. Und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir. Bis dass der Morgen trinkt er mir so langsam aus. Ich nehm dich mit zu mir nach Haus. So eine Nacht hast du im Leben noch nicht mitgemacht. Morgens um 8 Uhr wurde mir klar, dass es um mich geschehen war. Ihr glaubt es kaum, doch fort war mein wunderschöner Traum. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht. Und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir. Bis dass der Morgen träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht. Und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir. Bis dass der Morgen Portemonnaie heute Abend ganz weit auf. Jetzt bist du dran. Vielen Dank. Willi Waldus, Herr Spitzbuch. Vielen, vielen Dank, lieber Willi. Sehr gerne. So, ich habe Sie, Dirk und Kate, mal einen Applaus für unsere Gastgeber. Ja, ja, ja. Kommt genau. Kommt einer. Ja, ja. Ja, aber irgendwann, da war das ja verabredet. Ja, okay. So, Dirk. Komm. Dirk? Kate? Ja, Sie sind da. Hopp, komm mal zu mir. Bitte. Hier, das sind unsere beiden Gastgeber. Fallen wir den ein bisschen runter, ne? So, ich stelle mich mal dazwischen. So, damit das ein rundes Bild gibt. Und wir machen ja schon einige Veranstaltungen hier im Konstantinpark und wir sind hier immer, muss ich sagen, aufgenommen worden, wie bei Familie. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, dass wir heute die dritte Künstler-Kindershow machen können. Wir waren schon mit Schwurm Fedel hier, die Künstler-Kindern und wir sind auch mit der Kölschen Weihnacht zum ersten Mal hier in diesem Haus am 10.12. Sollten Sie sich vielleicht merken, den Termin. Und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beiden, die ihr euch immer für unsere Aktion einsetzt. Euer Applaus. Ja, und haben wir uns gedacht, wenn wir sie schon hier oben auf der Bühne haben, nicht, wir sind noch nicht fähig, wenn wir sie schon hier oben auf der Bühne haben, dann wollen wir das auch schriftlich dokumentieren und haben eine Urkunde gemacht. Und zwar danke in dieser Ehrenurkunde für Künstlerhelfen Kinder, für die großartige und treue Unterstützung Künstlerhelfen Kindern zugunsten des Fördervereins Krebskranker Kinder. Der Förderverein Krebskranker Kinder Köln danken wir und wir nennen Katharina und Dirk Dellhofen ganz herzlich und wir nennen sie ab heute zum Ehrenmitglied von Künstlerhelfen Kindern. Das ist die Urkunde, die offizielle, und in 22 Jahren
haben wir bis jetzt, ihr seid das 50. und 51. Ehrenmitglied in 22 Jahren. Damit seht ihr, dass wir sehr Spaß haben, damit wir umgehen, mit Leuten, die sich einlassen. Natürlich gibt es ja noch einen Pin dazu, ja, unseren Ehre-Pin und einen Strauß Blumen. Und für den Dirk haben wir natürlich auch noch ein Geschenk, den Kölner Dom in Holz geschnitzt. Ja? Wunderbar. So, und das sind unsere neuen Ehrenmitglieder von Künstlerhelfenkindern, Dirk und Katharina Dellhofen. Euer Applaus. Zugabe. So, trotz Corona küssen wir uns, das haben Sie ja. Wir sind alle geimpft, durchgebüdelt. Wunderbar, so. Herrlich, wunderbar. Fertig? Ja, noch einmal lächeln. Dankeschön, Dirk und Katharina. So, nehmt ihr mit. Ich hoffe, die finden einen Platz hier im Haus. Ah, wunderbar. Liebe Freunde, mit 17 Jahren hat er angefangen und hat im Laufe der Jahrzehnte knapp 100 Titel geschrieben. Darunter zählen Der Alemann im Hallebad oder Sag mir, wie hören wir uns zwei? Ihr kennt die Titel, richtig, ihr kennt den Mann. Mit seiner neuen CD, Minge Drohm, steht er heute hier auf der Bühne. Und zwar der ehemalige Frontmann der Bure. Er ist Ehrenmitglied von KHK seit Oktober 2017 und wir kennen ihn unter Tommy. Tommy Watzke ist heute da. Dankeschön. Helf uns gerade hochbringen. Komm. Dankeschön. Bitteschön. Ein Tommy Watzke. Schön, mit uns da zu sein. Rot in der Hose. Rose, die ich an dich verschenke. Du bist mir Herz, du bist mir Glück. Du lässt mich immer noch voll auch nach all den Jahren. Jetzt kommt ein Lied, das habe ich damals für mich geschrieben. Es wurde 10 in der Englandes Gewiss, dann trug in 20 Liedes. Auf die Hörer, die fallen los, ist doch kein Problem. Dach du weh, das ist schwach und bequem. Es wurde 10 in der Englandes Gewiss, du hast jetzt Gewiss. Auch die Horde fallen aus, weil das Eimer kommen muss. Irgendwann in der Welt ist Schluss. Und ob jetzt? Sieht auch der Sensemann mir schon im Nacken. Der Schlawiner, der mäht jede Bank. Auch mit Knochen, die sind all am Knacken. Frag mich selber, wie lang ich noch hab. Och, mein Hund, die will nicht mehr. Die geht jetzt langsam in den Knie. Es wurde 10 in der England ist gewiss. Da tut die 20 Mädels. Och, die Haare, die fallen los, doch kein Problem. Da tut weh, das ist schwach und bequem. Es wurde 10 in der England ist gewiss. Jetzt gewiss. Och, die Horni fallen aus, weil das Eimer kommen muss. Irgendwann im Leben ist für jeden Schuss. Und auf jetzt. Immer öfter muss ich jetzt zum Doktor. Und er hat mir letzt schon gesagt, wenn ich spiege zu rauchen und suche, ist es eng. Für mich Spar angesagt. Doch mit mir doch der Schwart jetzt. Lass mich doch leben, wie ich will. Es wurde 10 in der Händler ist gewiss. Da tut die 20 Minibus. Och, die Horde fahren los, doch kein Problem. Sag du B, das ist schwach und unbequem. Es wurde 10 in der Händler ist gewiss. Du hast jetzt gewiss. Auf die Horde fallen aus, weil das Eimer kommen muss. Irgendwann im Leben ist für jeden Schuss. Hey.
Es tut es eng in der Ändern ist gewiss, dass du bin 20 nie bist. Hoch die Horde, fall raus, doch kein Problem, dass du bin, dass ich schwach und bequem. Es tut es eng in der Ändern ist gewiss, du hast jetzt Öje bis. Och, die Horde fallen aus, weil das Eimer kommen muss. Irgendwann im Leben ist für jeden Schluss. Och, die Horde fallen aus, weil das Eimer kommen muss. Irgendwann im Leben ist für jeden Schluss. Dankeschön, Lieben. So, lieber Herr Gerner, eigentlich, ich weiß nicht, der eine oder andere hat das noch nicht gehört. Ich habe es erledigt. Kennt jemand Köln-Poll, Begriff? Ja, okay. Also ich habe in Köln-Poll, habe ich mal zwei Mädchen kennengelernt. Und die haben mir mein Herz gebrochen. Oh. Und dann habe ich das Lied gewidmet. Eigentlich wollte ich doch heim, Jung. Eigentlich bin ich doch müde. Eigentlich wollte ich doch weisen. Aber eigentlich bin ich jetzt blöd. Er geht los. Dankeschön. Et Modi von Villeneuve an, det frore ob ich helfe kann. Jetzt strich schon Mörder drin. Ich bin schon 203. Wat meint man nit alfene Freund? Doch das war ich jetzt nicht gewinnt. Ich hatte zu mir beinahe gedacht, denn der Drüsschen ist eben danach. Eigentlich woll ich doch heim, ja. Eigentlich bin ich doch nöd. Eigentlich woll ich doch heim, aber eigentlich bin ich jetzt blöd. Eigentlich muss ich zur Arbeit, aber eigentlich hab ich den Lust. Eigentlich, was seht mal, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Ja, eigentlich, was seht mal, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Jetzt kommt Köln-Pau. Ein Mädchen aus Polen kommt zu mir und sagt, Jung, bleib noch mal hier. Ich hab ihm der Ohren geschenkt, nur in mir der Hals hat verrenkt. Und immer war es nicht mehr da. Und dann wurde es mir langsam klar, es hat zwar in mich rumgehaut, ich hab den Deckel bezahlt. Eigentlich woll ich doch heim, ja. Eigentlich bin ich doch blöd. Eigentlich woll ich doch heim, aber eigentlich bin ich nicht blöd. Eigentlich muss ich zur Arbeit, aber eigentlich hab ich den Lust. Eigentlich, was seht man, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Ja, eigentlich, was seht man, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Eigentlich woll ich doch heim, ja. Eigentlich bin ich doch böse. Eigentlich woll ich doch heim, aber eigentlich bin ich jetzt blöd. Eigentlich muss ich zur Arbeit, aber eigentlich hab ich den Lust. Eigentlich, was seht man, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Ja, eigentlich, was seht man, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Ich schloss die andere Stadt, denn ich will nur mit dir, Jan.
Und gib mir, du bist alles, was ich will. Mir hätt's das Klopf schon viel zu viel. Du bist mein größtes Glück. Du mäßt mich unseren Mord verrückt. Und jetzt auch so. Lei. Ich schloss die andere schon, denn ich will nur mit dir jung. Und glaub mir, du bist alles, was ich will. Mir hätt's das Klopf schon viel zu viel. Du bist mein größtes Glück. Du mäst mich stolz und mal vor. So, jetzt tanzen wir Tzatziki. Ich kann mich schon in bewegen. Dankeschön. Den letzten 15 Jahren war nix wie so wie es früher war. Wie oft hab ich an unsere Adelbauten gedacht und an das Lagerfeuer mit dem Himmel und Nacht. Da war der Herr Seifekiss gebaut. Im Sommer haben wir Äpfel geklaut. Komm ich dann mit der Bootsnuss, die so war wie ein Flickus, den Mann, der die Däne tot sagt. Manchmal denk ich an da hey, und dann fällt mir wieder in was allem. Mein Mann, für uns fängt's auf ein Tett. Für einen Zwischenapplaus, Mann. Das war für sie in der Tett. Und der letzte Jahr, dann war eins von nebenan. Der Mann hält manchmal nicht zurück. Dort war ein schönes Stück. Meine Schwester hat mit 12 der erste Freund. Was du auch, ne? Wie schnell hat sich der Mann dort angewendet? Ja, ja. Dass alle 14 Tage eine neue Tönnes kommt, der irgendwie dem Lisbeth doch sein Jugend nahm. Das geht's zu mir, mir war es furchtbar schlecht. Der Mann hätt nur gesagt, ihr steht da recht. Doch an der Ohre konnte ich sehen, sie nahm dann nicht so einfach hin, in Stille. Hab ich ihr doch leid gelungen, manchmal denk ich an daheim. Und dann fällt man wieder in die Bad an. Und ein Mann, für uns fängt's ja auch versetzt. Das hat uns nie erinnert. Von der letzten Jahrschläger, der stand noch eins von der Lage. Wenn du jetzt einmal hilfst, dann beginnst du auch leben wieder. Ach, was muss ich denn noch singen? Wir zwei singen jetzt schön zusammen, Rotz in der Hose. Was hältst du? Oh!
Das machen wir doch, oder? Ja, ich hoffe, ich kriege den Text, den meine ich. Ja, aber du hast das nicht ganz wissen. Das haben wir vor 5 Minuten auch noch nicht gewusst. Nee, das nicht. Lass einfach weg, ich mach das auch mal. Ich finde das gar nicht. Ich bewege die Lippe dann. Ja, genau, alles klar. Also, zum Abschluss dann Annegret und Tommy Watzke nochmal mit Ruth sind der Rose. Den ich mir damals geschenkt. Der soll dir sagen, dass ich an dich denk. Auch unser Baum, der steht noch da, wo ich das Herz erringen mag. Der Baum, der hätte uns beide Glück gebracht. Da hast du wieder was Schönes, ja, komm auf, was angerichtet, 1, 2, 3, 4, hoppa, so, hier ist er, Tommy Watzke. Dankeschön, ihr lieben Menschen. Aber eine tolle Jacke hast du an, ne? Richtig. Ja, das ist eine Sonntagsjacke. Das habe ich schon in den Facebook gesehen, ja. Das ist ja super toll,
ich hab ja, mein Gott, kriegst du den Tommy nicht so viel Gage, dass ich so eine tolle Jacke leisten kann. Ja, aber toll zu machen. Aber toll zu machen, das war toll. Applaus, Tommy Watzke! Ja, lieber Tommy, auch dir herzlichen Dank. Ja. Du bist ja Pate auch gewesen bei uns in der Aktion. Und das ist der Pate, der die zweithöchste Summe eingespielt hat. Über 50.000 Euro in einem Jahr. Ja, das war eine schöne Zeit. Das war eine tolle Zeit. Ne? Tolle Zeit, ja. Als wir noch in Schuld waren mit dem Mofas, ne? Ja. da haben wir dein Handy viermal versteigert. Ne? Ja, genau. Das war toll. Also an der Stelle auch nochmal nach Schuld. Herzliche Grüße, die sind heute da. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch Gäste aus der Eifel haben. Das Hochwasser ist ein bisschen zurückgegangen. Und wie gesagt, die Leute sind natürlich auch froh in Schuld, dass sie wieder mal was sehen. Aber ich möchte auch noch kurz einen ganz, ganz lieben Freund grüßen. Ja, bitte. Das ist der junge Mann, der hier in der Kamera ist. Hallo. Ja. Ihr könnt das, was er ist im Internet sehr viel unterwegs, der macht so schöne Sachen. Ja. Der hat über Köln und also hier, ne? Ich klicke nur immer das an, was ich wirklich gut finde. Aber ich klicke das an, du weißt, ne? Ja. Du hast ganz tolle Sachen, hast du hier gemacht, ne? Mal einen dicken Applaus, der Mann ist immer unterwegs und zum Hobby. Vielen Dank, ne? Ja, muss ich sagen. Allein das Video von dir, hast du das gesehen? Ja. War toll, ne? Also da hat er mal richtig sich Mühe gegeben, ne? Da siehst du 20 Jahre jünger aus. Ja, weiß ich. Weißt du? Ich habe auf Facebook habe ich direkt schon 20 Jahre jünger gemacht. Oh, kannst du mir die Adresse mal geben? Ich bin normalerweise 45 geboren, habe mich jetzt 65 geschätzt. Das stimmt dann alles wieder. Ja, so ist das wieder, ne? Wunderbar. Ein Riesenapplaus, Tommy Watzke. Danke, ihr Lieben. Vielen Dank. Noch eine schöne Abend. Dankeschön. Ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast. Aber gern. Mach ich mal noch ein Foto für Facebook oder so, ne? Ja. Da haben wir unser Foto haben wir auch, unser Film haben wir alles, wunderbar, super. Aber ich habe dich sehr, sehr gerne eingeladen und bedanke mich noch einmal. Hervorragend. Ich bedanke mich auch. Diesen toll. Dein Applaus. Ich muss mal schwitzen, ne? Dankeschön. Vor ihr Lieben. So, er geht langsam runter und er hat ja seine Weltpremiere in Leipzig erstellt. Annegret vom Wochenmarkt. Zusammen. Also, wer mich nicht kennt, ich heiße Annegret und ich bin eine sogenannte Transfinanzielle, ja. Ich bin eine reiche Frau, gefangen im Körper einer armen Sau. Ich schwade übrigens Kölsch. Ich sag immer, wer das nicht versteht, der kann sich ja der nächste Viertelstunde meine hocherotische Körper beloren. Ja, was meinen Sie? Gestern Abend habe ich meine Mannens richtig verwendet. Ehrlich? Da habe ich 2 Stunden den Mund gehalten. Ja, wissen Sie, ich muss langsam nett werden, ne? Die Schönheit hält ja nicht ewig, ne? Und was bin ich froh? Dass die Zick mit den Lockdowns da endlich vorbei ist, ne? Und das mit der ständigen Hängwäscherei, das hört man jetzt auch ab. Ja, ich kann Ihnen sagen, wir haben eine Wasserrechnung kriegen, als hätten wir zu Hause Delfine züchten. Am schlimmsten war ja, als die Kneipen und die Schönheitssalons gleichzeitig 2 Wochen, wa? Ja, alle Frauen ungeschminkt und die Männer nüchtern, das war ja ein Drama, ne? Ja, unser Sohn, der hat auch unser Mädchen mit Helm gebrat. Als ich die Moins gesehen habe, lud er mich an und sagt, Mama, bitte sag nichts. Ich habe mich gerade auch erschrocken. Ja, nüchtern betrachtet war besoffen besser, ne? Ja, aber jetzt hält ja wieder alles ab, ne? Wir sind ja auch fast alle geimpft, ich auch. Ja, nur mein Mann, der verweigerte Impfung. Ja. Ja, der hätte gesagt, mir geht das Zeug nicht in der Balsch, solange ich nicht genau weiß, was da drin ist. Ich sag, was fängst du dann jetzt an? Hast du auch 20 Jahre lang meine Frikadelle gegessen?
Aber das ist kein Jod kochen. Es schmeckt nur nicht. Aber ich esse ja alles, ne? Also ich mache ja alles. Das Einzige, was ich nicht mache, ist eine leere Teller, ne? Das ist hoch, ja. Ja, und Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte mache ich auch nicht. Aber mein Mann sagt, das macht nichts. Ich hätte da Vitamin C Bedarf mit meiner Orangenhaut schon doppelt und dreifach aufgedeckt. Aha. Der Baracke da doch. Ja, wenn sie so eine zu Hussein Jonse besser arbeiten, ne? Und ich mach der Woche mal. Man trifft ja auch immer alte Bekannte wieder. Mein alle Englischlehrerin zum Beispiel, die Frau Geburt, 90 Jahre ist die alt, die geht immer noch zu mir inkaufen. Gut, die Frau Geburt, die hat eine Macke, die will hück noch auf Englisch begrüßt werden. Aber ich mach das ja jen. Immer wenn die küt, sag ich, Good morning, Miss Geburt. Oder meine andere Stammkundin, die ist Krankenschwester, die liebt ihren Beruf. Die hätte eine riesengroße Krankenware auf der Arm tätowiert. Hey. So ein Apparat, ja, ein sogenanntes Tatütata-Tattoo. Ja, ich mag die. Naja, und dann jede doch komische Lücke, ne? Also ich habe ja eine Kundin, die kommt aus Düsseldorf, ne? Ja, die kann ja nicht liegen da. Das ist so widerlich fräsen, ne? Sie wissen, was ich meine, ne? Ja, und was die für blöde Frage stellt. Frau Annegret, mussten Sie heute Morgen auch kratzen? Ich sage, nee, ich habe mich gewaschen. Ja, komm, ne, aber sie kaufen immer viel Spargel bei mir, ne, muss ich sagen, ne. Und am Spargel habe ich mich ja dieses Jahr doof und dusselig verdient, ne. Ich hatte aber auch verdammt fleißige Erntehelfer. Mein Gott, was waren die fleißig. Die haben so emsig noch Spargel gebuddelt, bis sie in Quadrat Ischendorf auf Erdöl gestoßen sind. Ja, aber naja, wir Kölsche, wir sind nun mal fleißig, oder? Ja, wir Kölsche sind fleißig. Also wenn wir einmal angefangen haben, ein Opernhaus zu sanieren, dann können wir ja nicht mehr aufhören. Da weht sie ja das Richtfest vom Denkmalschutz übernommen, ne? Ja. Ja, aber im letzten Jahr, da sind ja auch viele Geschäftslücke kaputt gegangen, ne? Muss man sagen. Ne, bei mir ist jetzt eine ganz neue Stand, die verkaufe Vibrators. Kennen Sie Vibrators? Auf Italienisch, Amore mit Motore. Ja, ja, da kann man von halten, was man will, aber ich muss sagen, dass die Chef brummt. Zur neuen Öffnung kommt so ja hoher städtischer Besuch. Et Rekos Henriette war da. Ja, kann ich sie mir ins Gepäck? Ich sag, Lef Henny, ich muss sie ins jetzt fragen. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag da in Ihrem Klüngelsbunker? Sagt sie ja nun. Als Oberbürgermeisterin bin ich doch sozusagen der wichtigste Träger der Stadt Köln. Sag ja, das stimmt. Noch Träger jedes Jahr wirklich, ne, Mene? Ja, ich hätte dann zwei Punkt Banane gekauft, ne? Mögen Sie Bananen lecker, ne? Ja, aber ne, Bananen, die muss man flück essen, die darf man nicht so lang liegen lassen. Ne, ich sag immer, Bananen sind wie Wähler in Thüringen. Wenn man sich nicht um die kümmert, werden die schnell brummen. Ja. Ja, man muss aufpassen, was man wählt. Ne? Ich sag Ihnen, am gefährlichsten sind ja die von der AfD. Sie wissen ja, wenn Sie mit einem von denen einen Verkehrsunfall haben, da ist so ja die Fahrerflucht erlaubt. Aber was ich noch fragen wollte, sagen Sie mal, haben wir hier vielleicht ein paar echte Fans vom glorreichen 1. FC Köln? Ja! Was ist das nicht schön? Was ist das nicht schön, was die da spielen? Oh, nie mehr zweite Liga, ne? Haben Sie es auf der Tabelle geschaut? Platz Sippe. Sippe! Oder wie der Kölsche sagt, et rüsch nach Champions League. Ja, das läuft, das läuft. Ich bin ja selber stolzes Mitglied, ne? Aber sind wir ehrlich, ne? Sind wir ehrlich, im letzten Jahr, die haben ja gespielt wie Veganer auf Diät.
Ja, man könnte meinen, die ernähren sich nur, weil der Dunst abzusauben, ne? Ja. Hören Sie mal auf mit Veganern, ne? Haben wir welche, he? Nee. Veganer kann ich auch nicht liegen. Ja, die meinen doch auch, sie würden jetzt Besseres. Also ich will Ihnen eins jetzt sagen. Mir wurde wegen einem Apfel aus dem Paradies verdrieben. Nicht wegen einem Hemdchen. Nee, ich mag die nicht. Aber der schlimmste Kunde, der allerschlimmste Kunde, das sind ja immer noch diese reichen, fürnehmen Gesichtsrenovierte da. Die kennen Sie auch aus der Zeitung, diese Charity-Ladies. Mit der dicken Lippe. Hm. Ja, die haben sich ja im letzten Jahr das Schlauchboot auch völlig immer Sünds abspritzen lassen. Ne? Ja. Ja, die mussten doch auch all das Ding da vor ihrem Gesichtsblümmer tragen, da diesen Prosecco-Filter da. Ne? Mhm. Ja, die Älteste von deiner Charity-Ladies, die weht ja jetzt auch 84. Doch. Die hätte sich etwa ab 35 eine Hungerlifte lassen. Yes, dann hätte mir ihren neuen Silikonbalkon präsentiert. Mit Brustwarzenpiercing. Ich sag, gute Frau, müssen Sie denn alles an der großen Glocke hängen? Ja, die muss auch irgendwo ein Tattoo haben. Also ich weiß nicht wo, aber ich nehme an, wenn die sich bückt. Dann springt bei der röhrende Hirsch als Arschgeweih aus dem Thrombosetanga aus. Und ja, ihre beste Freundin, die möchten sie in Sinn. Das ist so eine ganz große Spindeldürre. Und dann hätte die noch so lange blonde Haare. Also wenn die den Urlaub mäht, dann meinen sie wirklich, oh, der Spargel kann sprechen. Die ist so dünn. Also wenn die im schwarz-weißen Kringelhemd in Kofi geht, dann trecken sie die beim Aldi über den Scanner. Und dann ist sie noch Kettenraucher. Ja, die, ne? Aber sie arbeitet. Sie arbeitet ehrenamtlich im Kölner Dom. Als Räucherstäbchen. Ja, was wollen sie machen? Dünn ist modern. Der Rainer Kallmund, der hätte jetzt auch so schwer abgenommen, ne? Haben Sie gesehen, ja? Also ich sage Ihnen noch 2 Kilo, dann ist der aber von der Erdanziehung befreit. Oder hat Camilla da, der Hungerhocke, da kennen Sie Camilla, ne? Die Trümmerprinzessin von Wales, ne? Das ist ja eine Abendschönheit. Ja, ich sage immer, neben der, da sieht der Prinz Charles aus, als hätte die Patenschaft für ein herrenloses Reitpferd übernommen. Mein Kollege, der verkauft leckere Pätzfleisch, ne? Der hat auch Jodi Julasch, Camilla in Dosen. Ja, apropos Pät, die Frau Katzenberger, die hätte sich ja jetzt hier selbst verbreitern lassen, ne? Ja, das hätte ja so ein Foto in Wäschmaschinen. Also ehrlich, wenn die mit der dicken Britz in Köln über den Hochstrauß läuft, da hätte der Kölner Dom sing eine Sonnenfinsternis. Ja, also ich lasse am Mengenbalsch nichts machen. Nee, komm. Man kann sich auch so schön zurecht machen, oder? Doch. Ja, ich kaufe ja die Klamotte jetzt nur noch da in der dürre Boutique da. Für Damen Dessos und so jetzt, ne? Ja, da in der dürre da. Bei Kick. Ja, was meinen Sie, wenn ich da rauskomme, da sehe ich aus wie ein Wäschemodell. Ja, nicht Bettwäsch, Ungerwäsch. Ne? Ja gut, also, ich habe ja so, hey, mein Deckeltee, hey. Das ist halt länger ein Opfer der Schwerkraft. Ich sag immer, meine Brüste schillen. Schillen ist Englisch, das heißt rumhängen. Und die Männer, die jetzt nicht lachen, haben übrigens dasselbe Problem. Ja, der Doktor, der hat zu mir gesagt, Sie müssen aufpassen. Wenn Sie mal Herzschmerzen haben, dann kann das bei Ihnen auch von der Kniescheibe kommen. Ja, das ist nicht zum Lachen. Also ganz ehrlich, wenn das hier so wie geht, dann können die bei mir nächstes Jahr die Mammographie und die Fußpflege in einem Abwasch machen.
Abstand, ne? Wir haben Corona, wir müssen uns schützen. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mir ja schon für 20 Jahre ein Virus eingefangen. Da leide ich wirklich noch drunter. Der ist mittlerweile 120 Kilo schwer und hört, ob der Name Herbert. Und bei dem weiß auch keiner, wo der endlich herkommt. Naja, vermutlich handelt es sich bei meinem Herbert um eine missratene Samenspende aus Düsseldorf. Ja, ich kann Ihnen sagen, ich hatte in meinem Leben immer nur Pech mit den Männern. Ja, der erste ist mal fortgelaufen. Der zweite ist geblieben. Kennengelernt habe ich den damals auf der Kirmes als Trostpreis beim Dosenwerfen. Ja, und es ist komisch, es ist ne, komisch, ganz komisch, ne? In der Hutzigsnach wollte er mit mir Doktorspiele machen. Nur war der ja damals schon Kassepatient. Und darum habe ich ihn dann noch regens 3 Stunden draußen um Flur warten lassen. Und dann habe ich ihn das erste Mal gesehen, wie Gott ihn schuf. Und ich habe mich gefragt, wie hat dieser Mensch die Endkontrolle der Schöpfung umgehen können? Aber ich sagte mal, Annegret, komm, bleib ruhig. Vielleicht ist er ja noch nicht ausgewachsen. Forever. Ja, und dann ist das ja so eine Fimschie Mimi Honda, oder wie das heißt da, ne? Der ist so fimschig. Gestern sagt der Annegret, es hätte geklingelt, aber ich mach nicht ab. Da steht so eine hässliche Horrorclown. Ich sag, Herbert, du gehst sofort an der Tür und lass mich Mutter rein. Ehrlich. Nee, der ist so komisch. Der war schon 10 Jahre nicht mehr mit mir in Urlaub. Und da, wo wir hier so schöne Sonderangebote haben, ne, haben Sie gelesen? Der Türkei zum Beispiel. Eine Woche zahlen, 20 Jahre bleiben. Aber nix, sie sitzt zu Hus, ne? Also am liebsten der dich ja still und heimlich verlassen. Aber wieso das, John? Als Frau können sie doch niemals unauffällig verschwinden. Wie wollen sie das machen? Ich gehe mal eben Zigaretten holen. Ja, mit 5 Koffer und 60 Paar Schuhe mehr. Und der Tee mit der Kontaktsperre. Das ist in meiner Ehe nichts Neues, ne? Ja, wir halten ja schon 10 Jahre, hey, die 2 Meter und so, ne? Ja, ich kann es Ihnen sagen. Mein liebes Leben ist wie Coca-Cola. Erst war es normal, dann leid. Ja, mittlerweile sind wir bei Zero. Ja, Sie wissen, wovon ich spreche, ne? Habe ich mir jetzt gepackt, ich sage, Herbert, kannst du mir sagen, wo die Potenz geblieben ist? Seht ihr, weiß ich doch nicht, du rühmst doch immer alles fort. Und ich meine immer noch, dass der mal fremdgegangen ist. Ja. Mit der Putzfrau. Ehrlich. Die habe ich jetzt gefeuert, ne? Die habe ich entlassen, ja. Die hat mich bekleidet. 4 von meinen besten Handtüchern hat die mich entlassen. 4 Stück, die krieg ich nie mehr wieder. 2 Wochen von der AIDA und 2 vom Robinson. Aber ich sag, komm, Herbert, jetzt wo die Putzfrau vor ist, ne, lass mal da noch uns versöken. Ab und zu han ich noch Schmetterlinge im Buch. Seht ihr, ja, du frisst ja auch alles, ne? Und jetzt hätte er mir zum Geburtstag eine Großpackung Viagra für die Frau gekauft. Oh nee, gib es zu. Ich sag, was soll ich damit? Seht ihr, Liebchen, jetzt kannst du 8 Stunden der Wäsche abhängen, ohne dass dir der Arm knicke. Ihr Lieben, ich muss heim und mach jetzt Schluss mit meinem Klav. Aber ich wünsche euch und hier noch ganz viel Spaß. Blieben Sie mal bloß gesund. Ich sag Tschüss und von Hetze Alaf. Dankeschön. Ja, wir sagen Dankeschön. Wir haben einen riesen Applaus.
Annegret vom Wochenmarkt. Dankeschön. Das sind doch Sprüche schön. Ja. Voll die Zugabe. Bitte schön. Ja, dann täusche ich noch eine kleine Rinne, ne? Wir sind ja unter uns, ne? Da kann ich ja erzählen. Komm mit Elli und Rita zu mir an der Stand. Haben sie gesagt, hör uns an, Annegret. Um Wochenmarkt wird sich erzählt, dass unsere drei Männer am letzten Samstag zusammen im Pascha-Freudenhaus gewesen waren. Und da hätten die 1500 Euro auf der Kopf geklopft. Und einer von den drei soll die Rechnung ganz allein bezahlt haben. Ist er auch? Ja, sagt Elli, ich habe mich nicht gefragt, der hätte das aufgestritten. Der hätte gesagt, sie wären niemals im Pascha gewesen. Und so viel Geld. Wir wissen zu uns nicht, wie wir den Miet bezahlen sollen. So viel Geld hätte Minga ja nicht. Ja, sagt Rita, ich habe mich nur nicht gefragt. Der hätte immerhin zugejoben, dass sie im Pascha gewesen sind. Und er sagt, die hätten da einfach nur jetzt getrunken, dann wären sie heimgefahren. Und er hätte noch nicht ins Deckel bezahlen müssen. Ohne so viel Geld. Wir waren 5 Jahre nicht mehr in Urlaub. So viel Geld hätte mir ja nicht. Ich auf ins Heim. Ich sag, Herr Bett, sag mal die Wahrheit. Stimmt das, dass du mit den Männern vom Elli und vom Rita im Pascha gewesen bist? Ja. Sag, Herbert. Und stimmt das auch, dass ihr da 1500 Euro auf den Kopf geklopft habt? Ja. Ich sag, Herbert. Und lüsch mich jetzt nicht an. Hast du die Rechnung bezahlt? Ja! Ich sag, ja, Gott sei Dank. Ja, ich hab nicht gedacht, mir könnt uns das auch nicht erlauben. So, tschüss, ihr Lieben, der nächste ist dann. Wunderbar. Kein Applaus. Vielen lieben Dank, Sie waren ein super Publikum. Und ich bin nochmal dankbar, dass du heute mal wieder in der 170 Show mit Kindern dabei gewesen bist, dass es geklappt hat, auch terminlich, denn jetzt geht es ja wieder los. Jetzt können wir wieder froh sein, wenn wir jeden Tag etwas haben. Ne? Ja. Und es hat also gerade heute geklappt, morgen ist es schon unterwegs, morgen bist du wo? Ich habe morgen Zülpich, nächste Woche Hückelhofen, da sind wir in Geroldstein und in Köln sind wir beobachtet. Ist ja wunderbar. Ja, ja. Toll. Gott sei Dank. Kleiner Applaus. Annegret von Wochenmarkt. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es ist toll, eine solche Künstlerin bei uns zu haben, Freunde. Und wir machen wieder mit Musik weiter. Zwischendurch darf ich mich für die Spenden bei Ihnen allen bedanken. Denn jeder Cent, den Sie eben auch mit in die Dose geworfen haben, geht natürlich an den Förderverein krebskranker Kinder. Ja, und jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, auf den ich richtig stolz bin, dass er heute Abend bei uns ist. Zum ersten Mal bei Künstlerhelfen-Kindern. Ich habe ihn erlebt und ansagen dürfen bei einer Benefiz-Veranstaltung. Das ist aber auch schon wieder 2 oder 3 Jahre her. Und inzwischen, sein Schlagwort ist Schlager, Karneval, Drummer, Komponist und Produzent. Er ist eigentlich alles. Er war, hat 2006 den Erfinderpreis von Rheinland-Pfalz bekommen und ab 2007 spielt er in verschiedenen Bands, unter anderem auch für Blondie. Und 2009, meine lieben Freunde, kombinierte und produzierte er seine ersten Chartshits, Ein Diamant. 2011 hat er einen Riesensprung gemacht und gewann in den ersten Weihnachtssong-Contest im SSR1 und heute zum ersten Mal bei Künstler helfen Kinder. Ich freue mich auf einen tollen Kollegen und Sänger. Hier ist für euch Steven Allen. Vielen, vielen Dank für die liebe Ansage. Ich grüße euch alle. Ach ja. Habt ihr gute Jessen? Ehrlich? Ja, ich würde sagen, dann bauen wir jetzt so ein bisschen die Kalorien ab.
die stehen mal so ein bisschen auf, die Lust haben. Die, die keine Lust haben, zu denen komme ich hin, da helfe ich gerne nach. Man schon den Arme, so gut ich da hin. Also, sind wir auf Sendung? Schöne Grüße. Ach, das sieht gut aus. Auch da hinten, bitte keinen auslassen. Da hinten noch an die Theke, ja. So, damit wir auch die Kalorien auf abbauen, würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal so die Pfötchen nach vorne. Wir machen da so ein bisschen Gymnastik. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Und dann machen wir eine Welle. Komm, kriegen wir zusammen hin. Aufgepasst. Ich dich kenn, Hannah.
Empfang hier bei euch. Dankeschön. Ist richtig kuschelig hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Und wisst ihr, macht direkt weiter mit ein bisschen Musik. Ist so schön, sonst wisst ihr, wo ich das Magdalena kennen gelernt habe. Am Rudolfplatz. Und da brauche ich ein Echo von euch. Ich singe mal vor. Yeah. Ist die Jack. Und nochmal zusammen. Yeah, yeah, am Himmel stand der Sterne. Und hier passt. Du bist Menge Schatz, Menge Schatz, Menge Schatz vom Rudolfplatz. Nur mir zwei. Und am Himmel stand der Sterne. Alles zusammen. Du bist Menge Schatz. Menge Schatz vom Rudolfplatz. Ja, nur mir zwei. Und am Himmel stand der Sterne. In der Nacht, um 3:30, zu spät, ja, am Rudolfplatz stand ich mit ihr. Ja, ne? Denn endlich hab ich dich erfunden und gewordert. Du bist Menge Schatz, Menge Schatz, ja Menge Schatz am Ruheplatz. Nur mir zwei und am Himmel schon der Sterne. Du bist Menge Schatz, Menge Schatz, Menge Schatz vom Ruheplatz. Ja nur mir zwei. Ja, nur mir zwei und am Himmel stande. Vielen, vielen Dank. Die ist ja richtig schicki, mein lieber Mann. Wir sind stolz, Altkölsche Zelt. An jedem neuen. Vielen, vielen Dank. Bleibt alle gesund und genau so, wie ihr seid. Macht's gut. Tschüss. Spiegel, kein Applaus, ein Riesenapplaus. Madichot. Danke dir vielmals. Ja, liebe Freunde, Künstlerkindern, das muss ich jetzt erstmal sagen, gibt es seit 22 Jahren. Und seit 22 Jahren haben wir für den Förderverein Krebskranker Kinder in Köln diese Aktion ins Leben gerufen, zusammen mit der Kölsche Hetz, was ja jeder kennt, mit ihren Sitzungen, der große Bruder von Künstlerkindern. Und wir haben gesagt, das, was Künstler, was das Kölsche Hetz im Großen macht, machen wir im Kleinen. Und wie gesagt, ich habe es eben ja schon mal gesagt, in diesen 22 Jahren haben wir 576.000 Euro eingespielt. Eine Menge. Und heute Abend ist vom Vorstand ganz spontan auch zu uns gekommen, der Matthias Roth, herzlich willkommen, vom Vorstand des Fördervereins Krebskranker Kinder. Möchte ich ein paar Worte sagen? Gut, wie gesagt, wir haben ihn heute eingeladen, damit Sie auch einmal die Vorstellung kriegen, was ist der Förderverein? Ja, das muss sein.
Zeit. Ja, schönen guten Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mich eingeladen hast hier zu dieser super Show. Ich freue mich ganz ehrlich auch mal wieder auf der Bühne zu stehen nach der langen Corona-Zeit. Das war wieder mal wirklich mal nötig. Und Corona hat uns natürlich auch schwer gebeutelt. Die Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Dementsprechend sind wir jetzt wieder schwer unterwegs und müssen sammeln. Wir haben in der Corona-Zeit auch etwas zu verdanken. Wenn Kinder zum Beispiel nicht in die Schule gehen können, dann können wir vom Förderverein Avatare dahinstellen. Also statt der Kinder ist dann ein kleiner Computer dort. Und dieser Computer verfolgt den Unterricht und im Elternhaus sitzen dann die Kinder und können den Unterricht verfolgen. So ein Avatar kostet immer mehrere tausend Euro, aber Sie tragen dazu bei, mit Ihrer Spende, ganz herzlichen Dank, dass die Kinder am Unterricht und am sozialen Leben trotz allem teilnehmen können. Herzlichen Dank. Ja, Matthias, danke dir für diese Worte. Und wie gesagt, der Förderverein, der ja auch in 30 Jahre Jubiläum hat und der auch das Sommerfest dieses Jahr verschieben musste, um wegen Corona und das aber auf nächstes Jahr fest geplant hat, der hat mit seinem im Elternhaus 15 Wohnapartments, gibt es doch, die sind die wohngerecht, kindergerecht eingerichtet und dort haben die Kinder eine Wohngelegenheit, eine Gefühl auf Zeit, wo sie während ihrer Therapie mit ihren Geschwistern und Eltern wohnen können, um nicht ganz alleine zu sein. Und diese große Aktion haben wir seit 22 Jahren, unterstützen wir seit 22 Jahren. Und ich bin stolz darauf, dass wir trotz vieler Aktionen, die wir gemacht haben, schon so viel Geld eingesammelt haben, was direkt 1:1, jeder Cent auch heute, geht 1:1 an den Förderverein krebskranker Kinder. Und da bin ich stolz drauf. So, jetzt frage ich mal ganz vorsichtig, guckst du mal nach, ob sie schon da ist? Ist schon da? Ja. Du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal belogen.
lass mal zusammen singen, wenn die Sterne am Himmel tanzen. Zum Abschluss mit euch. Wenn ihr die Taschenlämpchen anmacht von den Handys oder die Händchen nach oben, haben wir ein schönes Bild. Die ganze Welt kann ich hier sehen. Ich wollt nur weg, wo anders hin. Ich war jung, hat bin ich jetzt. Ich wollt wohin, wollt mir gefällt. An die Wunde, dat bin ich nun. Wo's mies ins Netz, wat mich so von Firmen an, aber
Leipzig. Claudia Roland. Ja, liebe Claudia, und im ersten Jahr deiner Patenschaft, ich habe es eben gesagt, da haben wir das große Glück gehabt, dass wir trotz Corona einiges noch eingespielt haben. Wir haben damals im ersten Jahr, also 2020, haben wir 21.000 Euro eingenommen, ja? Und dieses Jahr haben wir ja noch gar keine Veranstaltung gemacht. Ich darf dir jetzt das Ergebnis sagen, wir haben hier trotzdem knapp 10.000 Euro, haben wir auch dieses Jahr schon. Dankeschön, super! Das heißt, wir sind jetzt schon über 30.000 und wir haben ja noch ein bisschen in diesem Jahr. Also ein ganz, ganz tolles Ergebnis. So, liebe Freunde, ihr habt doch die Möglichkeit zu der Zugabe. Wollt ihr die hören? Okay, Claudia, deine Bühne, die Zugabe, bitteschön. Okay, die Zugabe bekommt ihr. Und zwar zum Abschluss ein Lied noch von mir, was mir besonders am Herzen liegt. Denn wir haben alle schon erlebt, gehört, gelesen, die kölsche Sprache geht mehr und mehr unter. Und das geht mir im Herzen wie. Ich habe nicht jemand, ich habe nicht genannt, ich schwöre dir. Und wenn ihr wollt, nehmt die Lämpchen noch auf von den Handys. Ein bisschen sentimental, der ein oder andere wird sich sicher in dem Mädchen wiederfinden. Ich sage einfach nur, ich schwöre dir. Und die geht sie ja noch an. Oh, ihr seid super. Mit dem Hänschen in der Altstadt sind wir groß geworden. Und wir haben ja den Abschluss bei Kölsche Weihnacht und das ist auch hier. Und da wird es natürlich etwas weihnachtlich und etwas ruhiger. Ne? Aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine tolle Patenschaft und für deinen Einsatz bei Kölsche Kinder. Dein Applaus, Claudia Roland! So, liebe Freunde, wir kommen zum großen Finale.
Und zwar in jeder Show, die irgendwann ja mal zu Ende geht, gibt es auch ein Finale. Und dieses Finale habe ich mir für zwei Künstler aufgehoben, heute hier bei uns im Konstantin Pfaff, über die wir schon sehr viel gehört, gelesen haben und auf die wir alle froh sind, wenn sie irgendwo zu sehen sind. Zwei Künstler, die schon heute sehr, sehr bekannt sind. Wenn man nur an pures Glück denkt, Freunde, und das Ganze mit einer Party verbindet und das Ganze dann pures Partyglück nennen. Sie sind der Garant, Ralf und Bastian, das neue Duo, das seit 2019 mit Schlagern, die ganz oben stehen, bei uns zu hören und zu sehen sind. Sie beweisen ihr Können nicht nur auf jeder Party, sondern auch heute natürlich bei uns, wenn wir unsere Party mit purem Partyglück präsentieren. Und hier sind sie für uns, pures Partyglück. Ich? Ja, wunderbar. Einen schönen guten Abend. Hallo. Oh, ist das. Oh. Ach so, jetzt sind wir, komm mal hoch. Einen wunderschönen guten Abend. Aber jetzt schön klatschen. Oh. Na, na, nein. Wir nicht so verliebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, 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 oh. Wir zwei auf. Freitagnacht, du musst hier raus, hast du zu mir gesagt. Oh, 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 so wie früher verrückt sein. Der Tag ist so manchmal gefühlt und das Navi auf Norden gestellt. Oh, 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 zwischen Jever und Rotwein. Schön auf. Und und im Radio spielten sie gerade unser Lied. Was sind wir? Na, na, nein. Die Sterne der Mond zu mir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Und ihr? Das geht lauter, ne? Wir zwei auf. Na, na, nein. Mit nichts aus der Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Wir zwei auch, oder nein, kommst du mit? Ja, ja. Dann sind wir die Bühne hinauf. Einfach nicht, sieht uns beide noch auf. Oh, 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 es war alles wie früher. Findest du? Und im Radio spielten sie gerade unser Lied. Mit euch zusammen! Na, na, nein. Die Sterne der Mond und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Jetzt aber! Und. Ja. Wir zwei auch. Na, na, nein. Bin nicht aus der Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, 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 oh. Wir zwei auf, na, na, nein. Es gibt noch einer, wir klatschen zusammen. Alle, komm. Na, na, nein. Die Sterne der Mond und wir zwei. Schön. Und vor uns lag die Nordsee. Oh, 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 oh. Wir zwei auf, na, na, nein. Mit nichts aus der Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, 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 oh. Wir zwei auf, nur allein. Dankeschön! Oh, bisschen mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, ja. Schön. Oh, ja. Schön, dann kannst du direkt weiterlaufen lassen, weil wir haben ja irgendwann eine Sperrstunde dabei. Lieber, ja, unsere aktuelle Nummer, wer sie nicht hat, sollte sich sie holen. Es lohnt sich. Genau. Und dann brauchen wir natürlich Action, ne? Auch du. Ja, es war Sommer, du hattest mich verübt.
Dieses Wahnsinnsgefühl hab ich vorher nie gespürt. Dann der Blick in deine Augen hat mich einfach umgehauen. Strahlend blau, das weiß ich noch genau. Diese Nacht in meinem Zimmer, Bella Blue. Ich hab geglaubt, das bleibt für immer, ich und du. Alles, was mir bleibt, ist Sehnsucht. Und ich lasse es einfach zu. Denn ich will dich nie vergessen, Bella Blue. Wird noch schöner. Als der Morgen kam, warst du schon nicht mehr hier. Doch mein Spiegel hing ein kleines Stück Papier. Traurig las ich deine Worte, es war schön mit dir vertan. Ich muss gehen, denn ich bin nicht mehr frei. Diese Nacht in meinem Zimmer, Bella Blue. Ich hab geglaubt, das bleibt für immer, ich und du. Alles, was mir bleibt, ist Sehnsucht. Und ich lasse es einfach zu. Denn ich will dich nie vergessen, Bella Blue. Diese Nacht in meinem Zimmer, Bella Blue. Ich hab geglaubt, das bleibt für immer, ich und du. Alles, was mir bleibt, ist Sehnsucht. Und ich lasse es einfach zu. Denn ich will dich nie vergessen, Bella Blue. Diese Nacht in meinem Zimmer, Bella Blue. Ich hab geglaubt, das bleibt für immer, ich und du. Alles, was mir bleibt, ist Sehnsucht. Doch ich lasse es einfach zu. Denn ich will dich nie vergessen, Bella Blue. Alles, was mir bleibt, ist Sehnsucht. Und ich lasse es einfach zu. Denn ich will dich nie vergessen, Bella Blue. Danke. Schön. Bei dem nächsten Song, wir haben ein bisschen Angst. Ja. Wir haben im Auto überlegt, sollen wir nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich war währenddessen, ihr habt es gesehen, ich musste leider mal diesen Weg da gehen. Ne? Und dachte, ich komme nicht wieder. Kein leichter sein. Die Vorgeschichte ist ganz einfach, weil jeder, der uns so ein bisschen kennt, weiß auch, dass wir dem Kölsche Fastelovend verbunden sind. Wir werden auch sehr viel gebucht in der Karnevalzeit, in der Hintenzeit. Und dann lassen wir uns immer was Jeckes auch einfallen. Und wir haben uns was einfallen lassen. Dank der Unterstützung und auch der Freigabe für diesen Song vom lieben unter anderem Tommy Watzke und Pavement. Und wir präsentieren, es gibt am 1. November, am 1. November wird dieser Song veröffentlicht. Es gibt ihn in zwei Versionen. Einmal in der Schunkel-Version, ja. Die wir ja jetzt nicht machen, weil wir wollen ja feiern, ne? Richtig. Und wir machen jetzt die schöne Fütsche, Tanze und so, Digga. Und wir hoffen, wir sind textsicher, live ist live. Nicht aufnehmen, kein Live, nur für euch, unter uns. Hier ist Premiere heute Abend. Ich bin so nervös. Echt? Nur mit dir, bitteschön! Ja, komm ruhig schneller, umarm uns. Jeden Tag? Wofür klar? Du bist für mich ne Engel, auch wenn du kein Flügel hast. Ich werd für dich alles geben, damit du mich nie wieder verlässt. Mit uns, da ist ne Schemmung. Zwei Hetze, die sich lang gesöhnt.
Ich will auch kein andere wie Finger, denn du bist das schönste Gefühl. Komm mal! Ja. Nur mit dir, nur mit dir, will ich bis zum Himmel fliegen. Jeder Adler kann zu mit dir schweben. Nur mit dir hältst du, hältst du durch die Nacht. Nur mit dir, nur mit dir, ganz allein bis zum nächsten Morgen. Dann vergessen wir all unsere Sorgen. Nur die Stelle, die nur aus so. Er macht das wunderbar. So wie du bist, ist hell wie eine Strahle bestellt. Als ist, als stimmt ich auf Wolke. Ich halte dich einfach zu dir. Ich bin der Ohren nur sinnig. Da hätte die sich lang gesöhnt. Ich will auch kein anderer wie dir. Denn du bist das schönste Gefühl. Nee, ja, dürfen wir nicht. Nur mit dir, nur mit dir, will ich bis zum Himmel fliegen. Wie ein Adler ganz mit dir schweben. Nur mit dir, erst dann hältst du durch die Nacht. Komm hin! Nur mit dir, nur mit dir, ganz allein bis zum nächsten Morgen. Dann vergessen wir all unsere Sorge. Nur die Stelle, die nur aus so. Das alles ist unter anderem möglich durch den lieben Tommy und die Freigabe und die Wahl. Applaus für Tommy! Pace by the Road, der hat auch ja gesagt. Können wir rausschießen. Vielen, vielen Dank. War ein schöner Orbit und Finale. Schnecklaufen! Nur mit dir, will ich bis zum Himmel fliehen. Wie ein Adler, ja, zu mit dir schwebe. Nur mit dir hetzt, dann hetzt durch die Nacht. Nur mit dir, nur mit dir, ganz allein bis zum nächsten Morgen. Dann vergessen wir all unsere Sorge. Nur die Sterne, die Ruhe und so. Nur mit dir, Anfang November, überall erhältlich. Dankeschön, es war mega, mega schön. Der Sebastian, der liebe Ralf, zusammen in der Post, Party, Glückwunsch und tschüss. Hallo Freunde, das ist live, das sind pures Partyglück. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir müssen sich erstmal trockenlegen, ne? Es ist ein Wasserarm hier oben, bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Wir gehen um 110%. Ja, nein, also ich finde das scheiße kalt hier. Scheiße kalt, ja.